Ich bin's wieder mal, euer xGamer03zweX und ich heiße euch sehr herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing und zwar diesmal von Far Cry 3, der Limited Edition. In der Limited Edition befindet sich das exklusive Pack The Lost Expansions, wo ihr natürlich auf zwei extra Missionen zugreifen könnt und zwar in den Ruinen, das, wie ihr hier sehen könnt, ca. 40 Minuten euch Action verspricht. Danach gibt es natürlich noch eine japanische Typ 10 Signalpistole aus dem Zweiten Weltkrieg für den Multiplayer, die es auch in Far Cry 2 gab, bin ich der Meinung. Die Leute, die sich natürlich das Spiel vorbestellt haben, die haben einen gewissen Vorteil errungen. Und zwar habt ihr dadurch ja das Predator Pack, wie ich, euch direkt gesichert, habe ich hier nochmal einfach so dabei. Das hättet ihr bekommen, wenn ihr euch das Spiel vorbestellt hättet. Nur so als Nebenbei-Info. So, das auch nochmal weg. Und jetzt zum eigentlichen Unboxing. Dieses Spiel kostet... Also ich habe es für 46 Euro bekommen. 46,99, da ich ja vorbestellt habe. Und dann spart man sich ja 10 Euro beim eigentlichen Kauf. So, weiter zum Unboxing. Also, wir machen das hier kurz auf. So. Und da ich Angst habe, dass ein Code entgegenspringt, wie es sonst immer war bei Black Ops 2 und so weiter. Und es, ich hab wieder richtig geraten. Der Install-Code ist da und der Lost Expansions habt ihr direkt im Gesicht, wenn ihr das unboxt. So, ihr seht hier, das habt ihr in der Disc. Also die Disc ist da in der Disc, genau. In der Hülle. Ihr habt die Disc. Das sind zwei Discs. Ja, zwei Discs. Könnt ihr hier sehen. Dann habt ihr hier, das kann ich ja nochmal so machen, dass ihr das eventuell nicht so ganz doll lesen könnt. Und zwar so. Das wäre dann halt der normale Install-Key-Code. Eigentlich nichts Besonderes, halt das Spiel. So, dann habt ihr hier The Lost Expansions. Da könnt ihr das drauf sehen, was euch halt denn extra da erwartet. Und natürlich der Code, der auf der anderen Seite ist, den ich jetzt natürlich kurz wieder zuhalte für euch. So, das wäre dabei. Und ihr habt hier sozusagen ein Flyer, was mich nicht interessiert. Ja, könnt ihr euch sehen, also das Spiel hole ich mir auf jeden Fall nicht. Das ist nämlich Mist. Ja, mir ist das egal, ob ihr das seht. Könnt ihr ruhig, ist mir egal. Gut, hier könntet ihr euch für Ghost Recon Online, schenke ich euch sozusagen, könnt ihr benutzen, ist mir egal, ich benutze es auf jeden Fall nicht. Gut, das war's dann auf jeden Fall fürs Unboxing. Also hier, nicht dass ihr denkt, ihr bekommt jetzt irgendwie Ghost Recon das Spiel oder so, es ist halt nur die Items. Ihr könnt es ruhig haben, wer der Schnellste ist und das eingibt, hat es halt, kann ich mit leben. Gut. Ich würde sagen, das war's noch fürs Unboxing. Und ja, hier seht ihr meinen Fuß. Das ist nämlich ganz schön kompliziert hier, das mit dem Unboxing so zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer xGamer03zweX. Tschüssi.